Ja, das ist also jetzt keine Zusammenfassung im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl ich solche Dinge auch mache, wenn ich auf Tagungen und Kongressen engagiert werde, um als stiller Beobachter den Ablauf wahrzunehmen und dann am Ende des Tages oder am Ende der Tagung eine Zusammenfassung und Rückblende und einen Kommentar zu geben. Das hat mich heute erst inspiriert. Das ist ja hier keine Konferenz und Tagung, aber vielleicht könnte ich sowas Ähnliches hier auch machen. Und weil so viel vom Mittelalter die Rede war, da gab es ja auch den Hofnarren, der auf seine Art und Weise die Dinge, die er wahrgenommen hat, wiedergespiegelt hat. Und in diesem Sinne möchte ich das jetzt hier auch versuchen, aus meiner ganz subjektiven Wahrnehmung. Also es ist kein Versuch, dieses wunderbare Programm jetzt Revue passieren zu lassen, sondern ich möchte mit Ihnen teilen, was mich bewegt hat und was in Erinnerung geblieben ist. Und wie ich es mit meiner Art des Pantomimen zu schauen aufgenommen habe. Mime, ein paar Leute habe ich schon erzählt, steht eigentlich für minimaler Input für maximalen Effekt. Mime. Also was immer ich so sehe an Kleinigkeiten, löst in mir einen maximalen Effekt aus. Das eine ist also, und da fange ich jetzt gleich am Schluss an, was ich als letztes erleben durfte durch Ernesto und auch gestern gesehen habe bei, und da brauche ich wieder meine Brille, um diesen Namen wiederzufinden. Ah ja, das war Emma. Emma mit ihrem Horst. Emma mit dieser Art Ziehharmonika, verzeiht mir, wenn ich nicht die richtigen Namen nenne für diese Instrumente, die ja unglaublich sind. Das hat mich fasziniert. Und zwar, was ist es? Das da hier dürfen auch klassische Pantomimen benutzen, einen Hocker, der möglichst neutral ausschaut. Denn das pantomimische Sitzen ohne echtes Requisit funktioniert nämlich nicht. Weil wenn ich genau diese Körperbewegung mache, aber ohne dieses daher, passiert dieses da. Und dann gibt es so eine Abart des Sitzens, wo man das so andeutet, aber es ist zu zweideutig, das passt nicht immer. Also, das ist diese Ganzkörperlichkeit, die mich fasziniert hat. Dieses Drehleierspielen ist ja unglaublich, ein ganzkörperliches Surround-Erlebnis. 4-Punkt-Surround-Stereo und Quadrophonie und das im ganzen Körper. Und ich versuche das jetzt einfach mal und Sie sind Zeuge meiner läppischen, anmutenden Versuche, was da alles passieren muss. Also da muss die rechte Hand drehen und nicht nur drehen, sondern sie hat dann so diese spastischen Zuckungen zwischendurch, die dann zum richtigen Zeitpunkt akustisch wahrgenommen werden. Immer wenn, jetzt verstehe ich, was da Eberhard bei der Pantomime, immer wenn ich zugestochen habe, oder vorher oder nachher, hat er gezuckt und dann hat er es gehört. Und das ist aber jetzt nur die eine Hand. Und dann die andere, die, also was die alles macht, also mit den Fingern gleichzeitig, und es muss auch hier weitergehen, das ist ja unglaublich. Und dann, aber nicht nur das, kommt noch das daher, dann das daher. Und dann, aber das ist noch immer nicht alles, dann kommt nämlich der ganze Körper dazu. Und das ist das. Unglaublich. Also, Hut ab davor. Und gestern war das die junge Dame mit diesem Temperament. Die hat das allerdings, scheint mir, nicht so sehr für uns Publikum gemacht. Die hat das für ihren Partner gemacht. Der hat sich dann vorher sehr wunderbar mit uns gesprochen. Und dann hat sie hier gespielt. Das muss ja auch zusammen. Das ist ja unglaublich. Das muss rein, raus, zusammenpassen mit dem, was sie da machen. Bin ich froh, dass ich Pantomime bin. Ja, was ist denn da noch so mir aufgefallen und hängen geblieben? Heute war ja dieses Trio auf der Bühne. Das war ja wunderschön. Diese verschiedenen Qualitäten von Musik und von Menschen und von Instrumenten. Ich fand auf der linken Seite an,
braucht noch wieder was. Ja, und ob Männer oder Frauen musizieren, ist auch so ein Unterschied. Also allein das. Und dann dieses liebevolle, dieses Instrument, das dann so zwischen den Beinen. Oh. Dann habe ich sie jetzt studiert, also Kontrabass und, oder Cello, aber nein, das ist alles wieder. Und der ein Finger ist außerhalb, dann der ich habe einen Teil der Musik versäumt, weil ich genau studiert habe, wie das zu halten ist. Bei mir wäre schon der Ellbogen hier im Weg, wie das dann so gehen kann. Und dann auch noch das alles richtig zu spielen und zu singen, während, na das ist ja einfach, das ist ja einfach, einfach dastehen und nur singen, das kann ja bald einer, da hätte ich so gedacht. Und dann, aber gestern haben die dann noch dieses Lied gehabt, wo mit diesem Glutural habe ich mir erklären lassen, glutural ist was mir gefallen hat, so gut geerdet, ja, der stand, den habe ich gut geerdet erlebt, so, oh, eine Frau, die ihren Mann steht, oh, so, und alles korrekt und alles nach Plan, habe ich mir erzählt, da wurde so ein bisschen improvisiert, aber das war korrekt. Und dann diese Herausforderung zwischen diesen Elementen, also das da hier ist ja auch eher so die linke Gehirnhälfte, ja? Struktur und Fokus und das Improvisieren, das ist eher die rechte Gehirnhälfte, das Weibliche, das Chaotische, aus dem geboren wird. Also. Und da hier so diese beiden Pole konnte ich wahrnehmen und dann hier alles in einem, faszinierend, Männliches und Weibliches in einem. So, allein fängt ja hier schon an. dennoch, und hier, ja, also männliches und weibliches in einem. Und da die Wissenschaftlerin, die einfach die sich nicht drum schert, was die Wissenschaft sagt, und die macht Musik. Und hier aber der Wissenschaftler, wie ich ihn erlebt habe, Wissenschaft pur, hier, er hat mitgebracht, ja. Da steht es. Er sagt, 1421, daher. Wenn es da steht, dann muss es so sein. In Klammer, ich darf mir das erlauben, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich bin Diplom-Ingenieur für biomedizinische Elektrotechnik und habe die Welt der Naturwissenschaft studiert. Ach, habe ich, ach. Und habe mehr als ein Herz in meiner Brust oder Brüste oder irgend sowas. Zitatende. Aber alles ist richtig. Jeder von seiner Seite. Ich bin jetzt so froh, dass ich weiß, dass wenn am anderen Ende des Sees eine Königstochter ist, dass sie Elsa heißt. Ewig möchte ich Elsa dienen. Beim Lohengrin, glaube ich, kommt das vor. Und auf Österreichisch heißt, wird es dann missverstanden und glaubt immer diese Dosen mit den Elsa-Dienern will ich. Entschuldigung, manchmal geht dem Pantomimen, der ohne Worte spielen sollte eigentlich, aber dann geht es mit mir durch und dann spiele ich mit Worten. Zum Beispiel, wie ich immer wieder unterwegs bin im Flugzeug und also beim Cockpit, wenn ich beim Einsteigen ist das Cockpit meistens offen und da sieht man so diese Bordinstrumente im Flieger. Gestern lese ich das Programm von Zosa, bitte, was ist denn das? Ich weiß, was Bordinstrumente sind, aber da ist ein Uninstrument. Ein Bord-Uninstrument. Die spielen Bord-Uninstrumente. Bis ich da, ach, Bordun-Instrumente. Ah, interessant. Also, jetzt habe ich das kapiert. Das ist das, was die ewige Leier, die weitergeht, ist das Bord-Uninstrument. Ja. Was hat mich denn da noch fasziniert? So dieses
Ich weiß, was ein Scheit ist, ein Holz ist, aber ein unreifes Scheitholz, das ist noch in Erinnerung, gestern. Pour vous, spécial. Das Gegenteil von trockenem Mittelalter. Was ist das Gegenteil? Das ist das feuchte Mittelalter. Wenn es nicht trocken ist, oder? Das lebendige. Lebendige. Ja. Mit Hingabe hier. Ja. Erlebt wirklich so ganz innen drinnen, so ganz aufgegangen im Mittelalter. Begleitet mit diesem Scheitholz. Ja. Das war auch interessant. Dieses da hier, und dann immer so, ja, diese Bewegung hat mich fasziniert. Ne? Da geht dann so, also, das passt aber irgendwie so. Ich weiß nicht, also wenn ich beim Essen bin und mir das passiert, diese Innigkeit miteinander, da kommt Mittelalter zum Leben. Ja. Und ich darf das hier erleben. Es ist unglaublich. Ich bin so dankbar, womit sich die Menschen alle befassen. Da gibt es Menschen, die graben Knochen aus. So ein Stück Knochen. Und dann machen sie Musik damit. Ja? Also, aber für mich hat es sowas wie mit den Polizisten, so auch immer so. Aber hier, und dann kommt der Ton, und je schneller oder langsamer ändert sich, je weiter weg, und man muss noch aufpassen, dass es nicht da hier ist. Und dann, ich habe ja vom Alexander die Arme sowas von bewundert, ich meine, was baut er sich so in der Flöte? Vielleicht in Afrika gibt es so diese gestreckten Hände. Ja. Ich glaube, es war der eher da unten. Ja, so irgendwie, also ganz weit weg. Und dann schafft er es noch, zu seiner Partnerin hinzuschauen. Dieser Blick ist der Einsatz dann für sie oder da, wo sie träumen. Also wirklich faszinierend. Was ist noch hängen geblieben? Ja, 40.000 Tote, also das kann ich jetzt nicht pantomimisch darstellen. Da gestern. Muss rechtzeitig anfangen. Und ein Sarg, der 2,50 Meter lang ist. Ja. Naja. Na, für die Drehleier. Ich, ach ja, vielleicht darf ich noch, ich habe auch gelernt, dass das mit den Töne, es gibt also Zwischentöne, Obertöne, Untertöne, Nebentöne und irgendwie oben und unten, das hat was mit dem Gesichtsausdruck zu tun, habe ich gelernt. Also die entstehen offensichtlich bei unterschiedlicher Mimik. Was war für mich der Oberton? Oberton war von der Mimik her irgendwie... sehr hoch. Sehr beeindruckend für einen Pantomimen. Naja, lieber Steiner Franz, also das nehmen wir mit nach Hause. Backe, backe, Kuh. Naja, das alles hätte ich nicht erleben dürfen, wenn es nicht Uli und Eberhard gäbe. Oh. Eberhard, mit deiner Vielfältigkeit, unglaublich, in den verschiedensten Rollen, mehrfach hier auf der Bühne, mit deiner
charakteristischen, lebendigen Mimik, wo alles so mitspielt und so. Jede Rolle kann ich wiedergeben. Und dann nehmen wir das Leiern an und Kopfstimme und tiefe Stimme, alles und unglaublich. In der einen Rolle. In der anderen Rolle, Job. So, dort oder da durfte ich dich wahrnehmen, wie du mit großer Bereitschaft hier den Raum für alle anderen zu geben, im Publikum saßt. Alleine oder? Das ist so das verbindende Glied zwischen dir und Uli. Wenn die weg ist, dann kommt sie wahrscheinlich bei der Uli an, ruft da rauf und dann bei Uli. Und Uli, wo ist er denn? Da. Ah, da, danke. Ja, genau, da. So, ja. Du sitzt gerne auf Balkonien, weißt du? Auf Balkonien, ja. Ach, beneidenswert. Auch du in der Doppelrolle, da bei den 40.000 Toten da mitgeleiert zu haben, unglaublich. Ja. Und Auskunft geben zu müssen, wie alt müssen alte Sänger sein und alles das drumherum. Und vor allem ganz wichtig, bitte geht's nicht auf mein Klo. Ohne all das hätte das nicht stattfinden können. Und ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben. Danke. Ja, es ist wirklich so, wie wenn man irgendwelche Aufnahmen macht und Aufnahmen macht und Aufnahmen macht und sich das dann anhört. Schrecklich. Aber richtig. Wo ist er denn jetzt? Da ist er jetzt. Ja. Wunderbar. Dankeschön. Ja, das ist eine richtige Abrundung. Ich bin ja kein Redner. Komm, sag du was. Ich bin auch kein Rednerin. Ich liege jetzt dabei. Ganz herzlichen Dank allen, die hier mitgewirkt haben, allen, die hier lange beschwerliche Anreise auf sich genommen haben, die hier ja, wirklich wunderbare Programme uns hier beigetragen. Es ist ein wunderschöner, wirklich ein wunderschöner, wie soll man sagen, Kuchen, auf dem von allem was drauf war, was irgendwie mit alter und interessanter alter Musik zu tun hat. Habt ganz, ganz herzlichen Dank all denen, die geholfen haben im Hintergrund. Herzlichen Dank an der Stelle auch noch einmal. Und was soll ich jetzt noch groß sagen? Wir haben eine Melone. Wir können gerne den Abend noch ein bisschen gemütlich ausklingen lassen, wenn ihr noch Lust habt, ein bisschen bei uns zu sein. Herzlichen Dank für alles. Im nächsten Jahr gibt es keinen Sängertreff. Oh. Das ist auch nicht das Schlusswort, denn ich nehme jetzt die Stimme für uns alle und wir danken dir ganz toll und ich speziell nochmal, die ich dich speziell erlebe. Also das lebt von euch und ich kapiere erst im dritten Jahr so ungefähr, was ihr wollt. Und ich werde noch nächstes Jahr drüber nachgrübeln und dann geht es wieder weiter. Also ich glaube, ich kann für alle sprechen. Ganz, ganz vielen Dank. Bravo, bravo, bravo.
Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr bewegt. Ich mache sehr jahrelang jetzt hier mit. Und fand jetzt dieses Jahr nochmal eine solche unglaubliche Steigerung. Es war ein Programm, das hätte im Nationaltheater München laufen können von der Qualität der Menschen, die hier mitgemacht haben. Es war eine, aber es ist wunderschön, dass es nicht im Nationaltheater ist oder in Fürst oder Nürnberg, sondern in einem kleinen Dorf, das wir sonst alle nicht kennen würden. Das Großartige ist, es zeigt, dass jedes Dorf und jede Stadt und jedes Theater eigentlich nur mit den Menschen lebt, die es zum Leben erwecken und am Leben erhalten. Und wenn wir euch zwei nicht hätten hier, dann würde es alles das nicht geben. Und es ist für mich dieses Jahr so viel neu gewesen, dass ich dachte, jetzt kenne ich es ja, wie es abläuft hier. Aber es waren so viele wunderbare Dinge von ganz hohem Niveau, wo man einfach sagen muss, wo kann ich so etwas noch mal erleben? Ich würde es unendlich traurig finden, wenn es das Ende wäre. Es wäre ein ungeheurer Verlust, vielleicht nur für uns hier, aber wir sind ja auch jemand, die es vielleicht verdienen, dass sie so etwas Wunderbares erleben. Also ich ganz wurscht, was die Beweggründe sind, aber ich möchte mich unendlich bedanken, dass ich hier sein durfte. Danke, Herr Pohle. Bravo, bravo, bravo.